Ein Meter Kind, 6 Meter Regal. Verlockung auf Augenhöhe. Kinder überall alles haben wollen, man eigentlich immer mehr einkauft, als man auf dem Zettel hat. Das ist eigentlich so das Schlimmste für mich, dass die Kinder dann rumschreien im Laden. Oh, ja, lecker! Nein, der Wagen ist voll. Nehmt euch Platz. Wie ticken Kinder? Was gefällt ihnen? Hier im Münchner Marktforschungsinstitut Icon Kids and Youth versucht man, Kinderwünschen auf die Spur zu kommen. Ich schmeiß mal so ein paar Sachen hier mal auf den Tisch. Und da sind sehr, sehr unterschiedliche Sachen dabei. Auch so, manche Sachen schmecken euch, andere Sachen schmecken euch nicht. Aber ich will eigentlich gar nicht mit euch drüber reden, was euch schmeckt, sondern eher mal drüber, was euch gefällt. Wenn ihr so nichtsahnend durch den Supermarkt am Kühlregal vorbeischlendern würdet, ne, was würde euch denn da als erstes so ins Gesicht springen? Was würdet ihr ins Gesicht springen? Das Monsterzocker, das suche ich immer im Markt, aber nie das finde ich nicht. Findest du nicht? Und das Actimel auf jeden Fall. Das Actimel auf jeden Fall. Was würde dir so ins Auge springen? Mir würde das auch dieses Herz und das daneben. Das da. Die Paula, ja, bei dir? Also Actimel und das von der Monster-Uni. Was findest du an denen gut oder die das gut finden? Die Werbung ist immer voll cool mit diesen, wo die dann gegen die kämpfen. Und ich habe heute die Werbung angeschaut und da, wo sie dann diese riesen Actimel-Flaschen holen, das sind nämlich die da. Mhm. Das Mädchen ist am schönsten und am besten und am lustigsten und für mich auch am stärksten. Man sieht zum einen, dass die Kinder sehr genau unterscheiden danach, was für sie ist, was nicht für sie ist. Das sind die Farben, das sind die Figuren, wie alt die ausschauen. Also deswegen sind Verpackungen für Kinder eben auch von der Gestaltung her so entscheidend, weil sie Signale sind, an denen sich die Kinder orientieren und ob sie es interessant finden oder nicht. Besonders interessant finden Kinder Verpackungen, die ihnen mehr bieten als nur bunte Bildchen. Zum Beispiel ein extra Computerspiel. Die schmecken super. Ja, die schmecken super. Ja. Also schmecken tun die euch. Ja. Macht's denn das interessanter, wenn da so ein Spiel dabei ist? Oder ist es ein... Ja. 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 Dann kaufen es die Eltern vielleicht eher. Aha. Müsst ihr das den Eltern hochhalten, dass sie das sehen, oder merken die das selber? Hochhalten. Muss man den zeigen? Aber das Gute ist bei dem Müsli dabei, den Kindern schmeckt's und und dann muss man gleichzeitig weniger Geld fürs Videospiel zahlen. Mhm. Schau mal, hier habe ich hier CD mit einem Spiel drauf. Hier ist ein 15-Euro Gutschein für die Schulausrüstung, so ein Gutschein. Da kann ich mir entweder mitnehmen. Und wo war es? Hier ist so SpongeBob, so verschiedene Arten von Geschenken. Welches Geschenk ist es denn am ehesten für euch? Was gefällt euch denn am besten? Das Mini. Das da? Schule. Schule sagst du? Ja. Ich hab das mittlere. Du willst das Spiel nehmen? Ja. Spiel. Das ist nicht wesentlich mehr geworden an Kinderprodukten, aber uns fällt die Werbung dafür mehr auf, weil es mehr Medien gibt, die sich gerade im Fernsehbereich direkt an die Kinder richten. Tim ist 12 Jahre alt. Er guckt am liebsten die Kinderserien von Super RTL und Nickelodeon. Zwischen den einzelnen Sendungen gibt es jede Menge Werbung, nur für Kinder. Es wiederholt sich sehr viel, dafür ist das aber auch nicht sehr lang. Also manche Werbung gibt es schon ewig und wird auch noch ewig weitergeben, aber manche sind auch nur so für einen kurzen Zeitraum. Und die laufen mir dann eigentlich schon zu oft, weil sie dann jede zweite Werbung oder in jeder Werbepause laufen die zweimal.
Studien zufolge sieht ein Kind im Jahr bis zu 19.000 Werbespots. Je jünger die Kinder sind, umso faszinierter sind sie davon. Denn Werbung für Kinder folgt eigenen Regeln. Was für Erwachsene extrem nervig ist, kommt bei Kindern gut an. Nur vom Simba. Da gibt es so Schlüsselreize, es muss schön bunt sein. Am besten ist es auch noch ein bisschen blutig. Dann oder es ist eben sehr schnell. Oder es ist sehr laut. Und das hat ja auch eine Bedeutung, weil man sich ja auch um das dann auch kümmern muss. Und genau diese angeborenen Trigger und Auslöser, wo die Aufmerksamkeit dann so hinfließt, nutzt die Werbung, um die Aufmerksamkeit der Kinder auf diese Produkte zu ziehen. Mehrere Milliarden Euro geben die Unternehmen pro Jahr dafür aus. Viel Geld, um in die Köpfe der Kinder zu kommen. Das Gehirn benutzt diesen Mechanismus, um von dem vielen, was auf uns hereinstürmt, manches zu etwas ganz Besonderem zu machen, und zwar dadurch, dass es ein Gefühl auslöst. Und die primitivste Form, Dinge emotional aufzuladen, ist, indem man sie irgendwie auffällig macht, dass sie aus dem Brei der Wahrnehmungen hervorragen. Und je besser man das kann, umso besser geht die Aufmerksamkeit dann auf diesen Punkt und ja, und umso besser verkauft sich dann das Produkt. Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft glaubt nicht, dass Werbung diesen Effekt hat. Aber darauf verzichten will die Industrie trotzdem nicht. Die Wirkung von Werbung auf Kinder ist empirisch nicht belegt. Fakt aber ist, dass prägende Faktoren für das Verhalten der Kinder sicherlich Familie, Freundeskreis, das gesamte Umfeld, die Schule sind. Wenn überhaupt, das sagen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, spielt Werbung für das Verhalten von Kindern nur eine ganz untergeordnete Rolle. Und trotzdem werden Kinder permanent beworben. Etwa von Super RTL, dem Marktführer im Kinderfernsehen und Online-Bereich. Auf der Senderseite togo.de gibt es Informationen zum Programm, Online-Spiele und Werbung. Tim und sein kleiner Bruder Felix schauen sich die Seite togo.de an. Alles, was hier im orangenen Rahmen steht, ist Togo, also Inhalt. Alles im blauen Rahmen ist Werbung. Das ist zwar kaum zu erkennen, rechtlich aber korrekt. Denn in Deutschland müssen Werbung und Programm streng voneinander getrennt sein. Doch Super RTL weicht diese Trennung auf. Als Tim einen Inhalt aus dem orangenen Rahmen anklickt, öffnet sich ein Werbebanner. Er hat auf Inhalt geklickt und Werbung bekommen. Super RTL möchte uns kein Interview geben. In einer E-Mail heißt es nur, man verstehe die Aufregung nicht. Schließlich könnten die Kinder die Werbung ja wegklicken. Werbung darf ein Spiel sein. Aber es ist verboten, Kinder zum Kauf oder zum Konsum aufzufordern. Außerdem muss Werbung immer auch als solche erkennbar sein. Die Einhaltung dieser Regeln wird aber nicht kontrolliert. Es sei denn, jemand beschwert sich. Die rechtlichen Vorgaben sind also leicht zu umgehen. Das ärgert ihn schon lange. Wirtschaftswissenschaftler Tobias Efferts von der Universität Hamburg forscht seit Jahren auf dem Gebiet des Kindermarketings. Die Regelungen, die wir haben in Deutschland, die sind so watteweich, dass es nahezu keine Restriktionen für die Werbetreibenden gibt. Im Gegenteil, es ist herrschende Meinung unter den Rechtswissenschaftlern, dass das Spannungsverhältnis zwischen Kind und Werbung sogar gewollt ist. Weil Kinder so gerne spielen, gehen die Unternehmen neue Wege. Wie die Chipsfirma Intersnack. Sie hat ein Online-Spiel für ihre Kindermarke Pombeer entwerfen lassen. Für Kinder im Grundschulalter. Um dieses Spiel nutzen zu können, müssen sich die Kinder einloggen. Mit dem Avatar, ihrer Spielfigur, können sie dann durch die Pombeer-Landschaft bummeln. Das hat sich die Agentur Cobra Youth ausgedacht. Sie ist auf Marketing für Kinder und Jugendliche spezialisiert. Mit einem breiten Kundenstamm. Vom Süßwarenhersteller bis zum öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehen. Wir achten auch darauf, dass wir sehr respektvoll auf Augenhöhe und auch sehr behutsam mit dieser Zielgruppe
umgehen, in unserer Tätigkeit auch immer versuchen, nach Möglichkeit einen edukativen Mehrwert mitzuliefern, sodass auch Sekundärzielgruppen wie zum Beispiel Eltern oder die öffentliche Meinung im Prinzip auch mit dabei sind, mit im Boot sind und auch diese Sachen gutheißen, die wir tun. Was auf den ersten Blick kindgerecht aussieht, soll Kinder zu Kunden machen. Beim Spielen finden die Kinder immer wieder virtuelle Chipstüten. Sie können Freundschaften schließen. Einige Taler gibt es bei der Anmeldung. Dafür kann man eine Grundausstattung kaufen. Alles, was die Figur schicker macht, kostet extra. Zum Beispiel eine Kette oder ein Hut. Die Taler sind zum Teil im Spiel versteckt. Aber es geht noch viel einfacher, denn es gibt sie auf jeder Pombeertüte im Supermarkt. Vom Hersteller keine Reaktion auf unsere Interviewanfrage. Gern hätten wir auch mit Agenturchef Christopher Schering über den Erfolg seiner Erfindung gesprochen. Das kann ich nicht sagen, müssen wir den Kunden fragen. Ja. Vor 3 Jahren hat er das Online-Spiel noch stolz auf einem Kongress präsentiert. Das sind alles Marketing-Invests, aber am Ende des Tages will Intersnack natürlich Chips verkaufen. Auch die Produkte haben Codes. Ja? Und das ist jetzt ein strategischer Move von Pombeer. Diese Codes können dann online eingegeben werden und erhöhen den Punktestand oder den Kontostand der Pombeer-Taler. Und damit können die Kids dann einkaufen, sodass da also auch ein sehr hoher Abverkaufsdruck herrscht. Weil die Kids natürlich zu den Eltern rennen und sagen, Mama, wir brauchen wieder ein paar Pombeer-Packungen. Ich will mir die neueste Sonnenbrille für meinen Avatar kaufen. So ist es viel mehr als einfach nur ein fettiger Snack. Ein Spiel mit den Gefühlen der Kinder. Gerade für ungesunde Lebensmittel ist das Marketing besonders aufwendig. Sonja Kabel geht mit ihren 3 Kindern in den Supermarkt. Noah ist 3, Leon 10 Jahre alt und Tochter Yara 5. Leon wird mit einer besonderen Brille, einer sogenannten Eye-Tracking-Brille, ausgestattet. Mal auf die Nase, oben schön auf die Ohren. Diese Brille zeigt an, wohin Leons Augen schauen, woran sein Blick hängen bleibt. Was ihn also am meisten anspricht im Supermarkt. Der weiße Kreis im Bild, das sind Leons Augenbewegungen. Spielzeug als Zusatzgeschenke bei den Zeitschriften zum Beispiel, das funktioniert offenbar immer. Bei allen Kindern. Auch bei Leons Geschwistern. Schauen wir mal, ne? So, Noah, hast du dir jetzt auch was ausgesucht? Sie dürfen sich meistens 1-2 Sachen dürfen sie mit aussuchen und in den Wagen legen und dann ist aber gut. Aber normalerweise probiere ich ja sowieso, ohne sie einzukaufen, aber wenn sie dabei sind, dürfen sie natürlich auch mitentscheiden. Kinder dürfen heute viel stärker mitbestimmen und sie haben immer mehr Taschengeld. Insgesamt 2 Milliarden Euro pro Jahr. Das nutzt die Wirtschaft. Denn Kinder wollen vor allem die Produkte, die mehr als nur Lebensmittel sind. So wie diese Frühstücksflocken mit Computerspiel.
Philipp Leppert von der Firma iSquare wertet aus, was Leons Blicke bedeuten. Die Produkte, die nicht nur einmal kurz angeschaut werden, sondern wo das Auge wieder zurückkehrt, wie das jetzt hier eben auch der Fall ist bei den Cineminis, da ist dann eindeutig auch eine Korrelation oder die Wahrscheinlichkeit zum Kauf steigt dann sehr deutlich, aber das Produkt wackelt hier schon. Also die Hand, das wäre jetzt was, was auch ein wichtiger Indikator ist, das, was angefasst wird. Da ist es eigentlich sowieso schon fast zu spät. Und auch an den Süßigkeiten, die so auffällig im Weg stehen, kommen Leons Augen nicht vorbei. Diese Elemente werden auch nicht ohne Grund auch Störer genannt. Es geht dann nicht nur darum, auch neue Produkte oder auch beworbene Produkte auch darzustellen, sondern die stehen eben auch ganz bewusst so, dass man auch drum herum gehen kann oder auch im Zweifel vielleicht auch mal drum herum gehen muss. Was wir jetzt machen können anhand dieser Stops, wo das Auge stoppt, ist tatsächlich auszuzählen, wie viel Aufmerksamkeit erhält eben ein Bereich oder auch wirklich ein Produkt. Mit Leon kann man natürlich eher schon mal drüber reden, was Werbung ist, also wie es ihn beeinflussen will. Trotzdem will er es natürlich haben, also auch wenn man das erklärt, will er es alles haben. Auch diese Schokolade will er haben. Hier hat wohl die einfachste Form der Werbung, ein großes Plakat auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt, ihre Wirkung gezeigt. Ob es jetzt an dem anderen Kind, was auf dem Plakat drauf war, liegt oder auch an der Darstellung, das ist dann immer eine gute Frage. Aber in dem Fall geht es tatsächlich dann auch um überhaupt den Kontakt. Und der war in diesem Fall ja eindeutig da, dass die Werbung hier einen Einfluss hat, glaube ich auf jeden Fall. Die Werbung weckt die Wünsche der Kinder. Nein sagen müssen dann die Eltern. Ja. So, dann los. Die Lebensmittelindustrie macht Kindern ein extrem schlechtes, unausgewogenes Angebot. Sagt dann aber, ja, wir machen ja nur das Angebot, es muss ja niemand kaufen, die Eltern sind schuld. Und genau diese Verantwortungsabwälzung auf die Eltern, die beobachten wir seit Jahren. Und es ist auch eine Lieblingsstrategie der Lebensmittelindustrie, das zu tun. Und sie ist insofern natürlich wahnsinnig bequem, weil man damit nicht nur politische Regulierung abwehren kann, sondern weil man auch jegliche Kritik damit von sich weisen kann. Um gerade ungesunde Lebensmittel besser und schneller erkennen zu können, wurde vor 4 Jahren die Lebensmittelampel diskutiert. Eine einfache Rot-, Gelb- und Grün-Kennzeichnung für viel bis wenig Fett und Zucker. So die Idee. Doch die Wirtschaft wehrte sich vehement dagegen. Für die Lebensmittelindustrie war das ein ganz wichtiger Kampf und hat mit unglaublich viel Investitionen in direktes Lobbying, aber auch in eigene Kampagnen, also die haben ja eine ganz eigene Nährwertkennzeichnung entworfen, die sie als Gegenmodell präsentiert haben. Hat es die Industrie also geschafft, diese Ampel zu verhindern, die auf ihren ersten Blick eben die Zuckerbomben enthüllt hätte? Hallo. Die ehemalige Verbraucherministerin Renate Künast hat jahrelang für die Lebensmittelampel gekämpft und gegen eine starke Lobby. Ja. Sie arbeiten sehr systematisch und erträglich darin, die Leute richtig zuzudecken. Immer wieder um Termine zu bitten, auf allen Ebenen zu agieren, auf der Bundes-, auf der Europaebene, an Regierungsvertreter ranzugehen, auf Veranstaltungen zu gehen und Mails und Post zu schicken ohne Ende. Und dann wird geguckt, wer an welcher Stelle weich wird oder umfällt. Bis zu 100 E-Mails pro Tag an so manchen Politiker, allein von der Lebensmittellobby. Mit Erfolg. 2007 verhindern die Lobbyisten, dass die EU ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel in Kindersendungen beschließt. 2 Jahre später der nächste Sieg. Geschmacksverstärker und künstliche Aromen dürfen weiter im Kindergartenessen enthalten sein. 2010 dann der Kampf gegen die Lebensmittelampel.
Schon aufgrund der sozialen Frage meine ich, dass eigentlich alle Parteien gefordert sind, an der Stelle zu sagen, wir lassen uns nicht mehr von dieser Lobbygruppe in die Irre führen. Zweitens müssen wir, wie bei anderen Dingen, auch über Einschränkung von Werbung reden. Es kann nicht sein, dass pro Jahr die deutsche Lebensmittelindustrie über 700 Millionen Euro ausgibt, allein für Süßigkeiten Werbung. Genau deshalb hatte Renate Künast 2004 die Plattform für Ernährung und Bewegung, kurz PEP, ins Leben gerufen. Eine Art runder Tisch für Politik und Lebensmittelindustrie. Es war ein Versuch. PEP ist ja gegründet worden als Versuch, als wirklich so zwei Züge aufeinander zurasten und in der Lebensmittelindustrie viele entgeistert darüber waren, dass dann die Frage gestellt wurde von mir auch, was bietet ihr eigentlich an, welche Werbung macht ihr? Und als ich gesagt habe, also wir haben mit zunehmender Fettleibigkeit und Übergewicht bei Kindern ein soziales und am Ende auch finanzielles Problem. Da war das der Versuch, mal zusammenzukommen und einen regelmäßigen Gesprächsfaden zu haben. Das Problem bei PEP ist aber, dass es nichts mehr mit dem Anfang zu tun hat. Denn mittlerweile sind viele große Unternehmen dabei. Viele, deren Namen für süß und fettig stehen. Doch mit ihrer Teilnahme an PEP möchten sie demonstrieren, dass sie sich auch für die Gesundheit von Kindern einsetzen. Man kann die Lebensmittelindustrie nicht einladen, Gesundheitspolitik zu machen und Präventionspolitik und Ernährungspolitik, weil sie hat einfach ganz klar ein Interesse daran, möglichst viele ungesunde Produkte zu verkaufen, weil die einfach hohe Profitmargen bringen. Das wird sie auch immer machen wollen. Und man wird sie ja nicht an einem runden Tisch davon überzeugen, beispielsweise Mars oder Nestle, jetzt weniger Süßigkeiten zu verkaufen, sondern es ist immer nur ein Deal, den die Politik da eingeht, der eben lautet, wir regulieren euch nicht, wenn ihr euch eben ein bisschen in Schule, Bewegung, was auch immer engagiert. Hier engagieren sich gleich mehrere Firmen. Der Deutsche Olympische Sportbund lädt Kinder ein, das Sportabzeichen zu machen. Mit ihren Schulklassen kommen sie und laufen, springen, werfen. Überall auf diesem Sportplatz werden sie von Sponsorenlogos begleitet. Besonders von dem des Schokoladeherstellers Ferrero mit seiner Kindermarke. Ein Geben und Nehmen. Die Sponsoren sind ganz wichtig. Und die Sponsoren, das ist ja wie immer eine Win-Win-Geschichte, die haben ja auch was davon, wenn sie sich hier beteiligen. Denn da ist das Potenzial, was beim Sport ist, was sie dann auch für ihre jeweiligen Unternehmen gebrauchen können. Das lassen sie sich einiges kosten. Ferrero verpflichtet den Zehnkämpfer Frank Busemann als Markenbotschafter und gibt im Jahr Millionen für soziales Marketing aus. Schokolade und Sport. Eine perfekte Kombination? Das wird viel diskutiert. Wir finden, dass es hier in diesem Zusammenhang, dass man das durchaus machen kann. Und wir sind sehr froh, dass wir Kinder und Sport haben, denn die haben eine gute Idee. Die fotografieren alle Kinder, die hier teilnehmen. Und die gehen dann ganz stolz mit einem ganz tollen Foto nach Hause. Aber sie nehmen nicht nur das tolle Foto mit nach Hause, sondern das Logo gleich mit. So bleibt nicht nur die Sportveranstaltung in guter Erinnerung. Das prägt natürlich die Marken weiter ein und gerade dadurch, dass es so verbunden ist mit Sport und anderen Aktivitäten, ist es besonders nachhaltig. Also je nachdem, wer da wirbt, der wird da eine sehr hohe Resonanz auf seine Werbung erfahren. Die Firmen sind erfinderisch. Sammelbilder aus dem Supermarkt erleben gerade einen wahren Boom. Auch Familie Kabel sammelt. Es geht um wilde Tiere, den Wald oder ferne Länder. Kindgerecht gemacht. Ein Teil der Einnahmen wird auch noch gespendet. Das sieht nicht nach Werbung aus, sondern nach einer guten Sache. Sympathisch finde ich tatsächlich die Rewe und Edeka Sammelbilder, weil ich wirklich denke, dass man den Kindern, wenn man es zusammen mit denen macht, auch was beibringen kann, indem man die Texte durchliest und überlegt, was sind das für Tiere. Jara kann sogar die Zahlen lernen. Welche Zahlen sind das denn?
2,50 €. Wie bitte? Ab 10 Euro Einkauf gibt es eine Tüte mit 5 Aufklebern. Supermärkte wie Rewe und Edeka starten alle paar Monate eine neue Aktion, von der sie wissen, sie wird wieder funktionieren. Das Sammeln macht Spaß. Und das Aufkleben. Und dass man sich freut, wenn man alles voll hat. Weißt du, warum die Unternehmen das machen? Ja, weil unsere Eltern dann da öfter einkaufen. Und klappt das? Gehen die öfter einkaufen? Halb, halb. Also extra dafür gehen die nicht einkaufen, aber da gucken die auch, dass da extra, naja, dass wir extra, wenn die da gerade 9,99 € vielleicht bezahlen, dann denken die auch, oh Mist, dann kaufen wir lieber nochmal irgendwas nicht so teures nach, dass wir dann aber 2 haben, also 10 Euro. Ob Rewe dadurch mehr Umsatz macht, möchten sie nicht sagen. Die Sammelalben, heißt es, dienen vor allem der Kundenbindung und der Imagebildung. Das alles wohlgemerkt mit einer Aktion für Kinder. Das Alter spielt längst keine Rolle mehr. Selbst wer noch in Windeln steckt, gilt schon als Kunde. In der Zeit, als ich mal jung war, da war ich mit 16 so endlich in den Fokus der Werbeindustrie geraten. Aber davor hat man mich in Ruhe gelassen. Dann ist das bis in die Grundschule reingerückt und man hat die Grundschüler als Zielgruppe für bestimmte Werbespots erkannt und ausgewählt. Und jetzt ist man im Kindergarten angekommen. Schwierig, weil man natürlich umso erfolgreicher ist, je jünger die Kinder sind, weil die Kinder, je jünger sie sind, umso größere Schwierigkeiten haben, sich dagegen zu schützen. In dieser Kindertagesstätte in Herten sind die Kinder sehr jung. Vom Baby bis zum Vorschulalter. An die lieben AWO-Abenteuerland-Kinder. Und weil ihr alle so toll malen könnt, sind da noch Malblöcke drin. Und da steht drin, die dürft ihr auch mit nach Hause nehmen. Alle paar Monate kommt hier ein Paket für die Kleinen an, voll mit bunten Sachen. Und umsonst, denn es sind Werbegeschenke. Davon dürfen wir nicht alle zeigen. Zwei Sponsoren möchten nicht, dass man ihren Namen sieht. Die Malbücher dürfen wir zeigen. Auch die sind mit Werbung bedruckt. Doch das wird schon lange in Kauf genommen. Finden diese Pakete, die wir bekommen, wichtig. Wir haben in der Zeit, in der wir die Pakete bekommen haben, gesehen, dass da viele pädagogische Materialien enthalten sind. Die schauen wir uns an im Team. Wir schauen, ob das hilfreich ist für die Kinder, dass das auch Materialien sind, die den Eltern im Alltag weiterhelfen. Die Agentur Blattwerk Media hat bereits mehr als 7000 Kindergärten in ihrem Sponsoring-Pool. So gelangen Werbegeschenke in die Hände von Kindern, die sich schlecht wehren können. Und da sie vom Kindergarten weitergegeben werden, wird das Produkt auch noch aufgewertet. Es ist ein Vorteil, dass die Kindergartenkrippenkassen letztendlich entlastet werden auf der einen Seite. Und wir wissen natürlich auch, was die Kunden auf der anderen Seite wollen. Sie wissen natürlich auch, dass sie ihr Image und am Ende des Tages auch irgendwann mal ihr Produkt verkaufen wollen. Die Agentur versteht sich gern als Filter. Man kümmere sich darum, die gute von der schlechten Werbung zu trennen. Immer pädagogisch wertvoll. Die Motivation von Werbung bleibt trotzdem die gleiche. Aufgrund der Tatsache, dass es ja Krippenplätze jetzt vorgehalten werden müssen, sehen wir schon eine Tendenz, dass aus dem Bereich mehr
Produktgruppen in den Bereich der Krippen letztendlich wollen. Es gibt aber auch Produktgruppen, die im ersten Moment gar nichts mit der Familie zu tun haben, die einfach versuchen darüber letztendlich das Image aufzupolieren, dass sie also über diesen Bereich letztendlich was Gutes tun und ja, dann natürlich auch ein Stück weit drüber sprechen. Tue Gutes und sprich darüber. Immer mehr Unternehmen drängen damit auch in die Schulen. Das ist schwierig, denn Schulen gelten als geschützter, werbefreier Raum. So wie diese Hamburger Grundschule. Guten Morgen, liebe dritte Klasse. Mein Name ist Sina, das ist die Astrid. Und wir möchten heute ganz viel Sport mit euch machen und ganz viel Spaß haben. Habt ihr Lust? Ja! Das klingt doch gut. Seid ihr ausgeschlafen, so nach den Ferien? Ja! Klasse. Gut, dann legen wir jetzt auch schon los. Kommt bitte alle einmal mit mir mit. Heute ist Speed 4 da. Eine Firma, die kostenlose Laufwettbewerbe an Schulen organisiert, finanziert von Werbepartnern. Jetzt ist die dritte Klasse dran. Eigentlich hätten sie gerade Mathe. Doch für Speed 4 fällt der Unterricht aus. Die Kinder laufen durch einen kurzen Parcours. Ein Sprint, der keine 10 Sekunden dauert. Besonders wichtig ist der Bon, den es für jeden Lauf gibt. Für die Kinder soll es nicht nur darum gehen, wie schnell sie waren, sondern auch um die Logos unten auf dem Zettel. Bei zwei gleichen Logos kann man sich nach der Schule ein Werbegeschenk abholen. Den behalten, ganz wichtig. Dann tauschst du den gegen ein anderes Logo mit einem anderen Kind, okay? Ja, okay. Gut. Wie können wir das gegen Passwort tauschen? Ich hab ihn. Ja. Aber ich brauche es. Wir haben das eben ganz klassisch gesehen. Die Kinder fragen, hast du Hamburger Sparkasse, hast du Volkswagen, kannst du es tauschen? Und das ist dann wie bei Memory. Habe ich zwei gleiche, bekomme ich dann mein Geschenk. Und das ist dann der Mehrwert des Partners, den sie eigentlich, ich sag mal, den kann man eigentlich gar nicht kaufen. Das ist ja für ein Sponsoring, wenn ich mir überlege, ich kann heute in der Zeitung werben, im Radio werben, im Fernsehen werben. Aber das muss derjenige ja auch erstmal mitbekommen. Der muss ja dann auch gucken. Ne? Nicht bei der Werbeunterbrechung zum Kühlschrank gehen, sich den nächsten Riegel rausholen, kriege ich die Werbung nicht mit. Hier sammelt das Kind sogar die Marke, ne, des Partners. Und das während der Schulzeit. Mediamarkt statt Mathe, Edeka statt Erdkunde. Das findet der Schulleiter nicht ungewöhnlich. Da wir hier in der Schule im Grunde genommen nichts mit diesen Werbepartnern zu tun haben, sehe ich es nicht als sehr problematisch an. Weil die Werbepartner treten hier im eigentlichen Sinne ja nicht auf. Und ob die Kinder nun einen Flyer aus der Schule mit nach Hause bringen, wo einige Firmen mit draufstehen oder nicht, dafür bekommen sie auch genügend andere Flyer. Doch es geht nicht um Flyer. Es geht um mehr. Das heute ist nur der Anfang. Ihr wart alle so gut, ihr habt euch alle kontinuierlich verbessert, von Mal zu Mal, dass ihr alle, aber wirklich alle, du, ihr alle seid zum Finale eingeladen. Am Samstag. Ja! Das Finale? Das Finale findet statt im Autohaus Willi Tietke im Friedrich-Ebert-Damm. Ja! Ihr kriegt gleich alle dieses Heftchen mit. Da steht die Adresse und die Uhrzeit drin. Ja? Ihr alle, so oft laufen wie ihr möchtet, ne, bekommt noch mehr Bons, die ihr euch erlauben könnt. Und Speedy, unser Maskottchen, ist dabei. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ist das eine Maus oder ein Hase? Hase! Ja, aber Natura sieht dann aus wie eine Maus. Müsst ihr euch selbst mal überzeugen. Ihr könnt Oma und Opa mitbringen, vielleicht nochmal gegen Oma laufen. Ihr dürft Mama und Papa mitbringen. Die Kinder freuen sich über ihre Leistung. Dass sie und ihre Familien zu Kunden werden sollen, können sie nicht wissen. Wer kommt Samstag, ne? Wieder. Die Schule ist ja ein werbefreier Raum. Wie schaffen Sie diesen Spagat mit den Partnern und der Schule? Wie kriegen Sie das hin? Jetzt muss ich mal denken.
Wir bauen natürlich in der Schule keine Banden auf, damit das nicht so protzig aussieht. Ne? Aber der Mehrwert ist natürlich die Broschüre für den Partner. Kind kriegt eine Broschüre mit nach Hause, wo der Finalort drin steht. Und das ist der Mehrwert der Partner. Natürlich stehen dann auf dem Finale auch die Banden unserer Partner. Wie jetzt in dem Fall Volkswagen, Hamburger Sparkasse, das Fahrradgeschäft, Edeka. Ne? Und jetzt kommt der Punkt, dann kommen die Eltern praktisch auf das Finale, wo halt die Banden stehen. 5 Tage später. Viele Kinder sind gekommen, ihre Familien im Schlepptau. Was als Schulveranstaltung begann, ist jetzt ein Werbeevent. Das Autohaus ist proppenvoll. So hat sich der Sponsor das vorgestellt. Gut, als Nummer 1 im Markt mit 22% Marktanteil sind wir natürlich an der Breite der Deutschen interessiert. Und Familien, Kinder ist wirklich spot on in unserer Zielgruppe. Und von daher ist das einfach klasse, dass wir so viele Menschen ins Autohaus bekommen. Wir können Produkte dabei noch zeigen und mehr geht eigentlich nicht. Die Laufstrecke der Kinder ist heute noch kürzer als in der Schule. Nach wenigen Sekunden sind sie fertig. Doch niemand geht hier schnell wieder nach Hause. Es ist familiär und außerdem gibt es Geschenke. Das Problem ist, es fällt ihnen nicht unangenehm auf. Also das heißt, man spricht im Marketing von sogenannten Captive Audiences, also sozusagen Gefangenen, in den jeweiligen Umwelten gefangenen Rezipienten oder Werbeaufnehmenden. Die sind da einfach drin, sind vielleicht durch einen Schulwettbewerb dahin gekommen, machen den auch brav zu Ende weiter und bekommen so die volle Bandbreite der Werbung da präsentiert. In Deutschland darf an Schulen nicht geworben werden. Beim Sponsoring dagegen sind die Gesetze von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Die Entscheidung darüber, wer an der Schule seine Marken platzieren darf, trifft der Schulleiter. Und jetzt öffnet die Politik den Unternehmen noch mehr Türen. Die Verbraucherbildung an Schulen soll ausgebaut werden, haben die Kultusminister aller Bundesländer kürzlich beschlossen. Schulen und Unternehmen sollen stärker aufeinander zugehen. Denn die Kaufkraft von Kindern und Jugendlichen ist in den letzten Jahren zunehmend gestiegen. Und sie sind heute eine bevorzugte Zielgruppe für die Produktvermarktung der Unternehmen. Die Kultusminister haben beschlossen, dass es richtig ist, Kindern in der Schule beizubringen, zum Beispiel, wie man eben mit Geld umgeht oder auch wie man sich gesund ernährt. Und erlaubt oder empfiehlt auch ausdrücklich dazu, private Partner, sprich Unternehmen einzuladen. Das halten wir für ein enormes Problem, weil wir dann wirklich an Mac-Schule rankommen. Wir brauchen Lehrer und Schulen und auch Eltern, die sagen, wir wollen das nicht zulassen, dass wir McDonald's oder Kraft oder Nestle oder was auch immer im Grunde den Schulunterricht finanzieren lassen. Also die Kritik kann ich nicht teilen. Ich glaube, dass Sie da mit der Kritik über das Ziel hinausschießen. Also wenn man unsere Erklärung genau liest, dann sieht man genau die Punkte, die da auch kritisch angesprochen werden, stehen da drin. Klar ist allerdings auch, dass wir sehr stark die einzelne Schule, den einzelnen Schulkörper in die Verantwortung nehmen. Das finde ich auch richtig, weil dort das konkrete Problem auch zu klären ist. Das heißt, nach wie vor muss allein die Schulleitung entscheiden. Auch wenn die Politiker empfehlen, dass noch mehr Unternehmen in die Schulen kommen sollen, klare Regeln stellen sie nicht auf. Sind die dann nicht vielleicht ein bisschen alleingelassen von der Politik? Die Schulen, meine ich? Deswegen haben wir die Empfehlung auf den Weg gebracht, um da auch nochmal klar den Rahmen zu setzen. Das fängt ja bei der Lehre aus und Fortbildung an, das geht in die Fortbildung der Direktoren mit ein. Aber ich glaube, wir sind gut daran, gut beraten, die Eigenständigkeit von Schule auch zu stärken. Doch wenn den Schulen Geld fehlt, müssen sie sich auf Kooperationen einlassen, auch wenn die umstritten sind. Das Domgymnasium in Verden ist eine Partnerschaft mit dem Erdgaskonzern RWE DEA eingegangen. Insgesamt 5 Gymnasien in Niedersachsen haben ähnliche Vereinbarungen mit Energieriesen. In der Bevölkerung sind diese Firmen ohnehin umstritten, weil sie unter anderem mit Fracking Erdgas gewinnen. Darüber hinaus bringen die Konzerne so ihre Themen in den Unterricht der Schulen. Dazu kommen Firmenbesuche, Lehrerfortbildungen und Sponsoring.
Die Schüler der 12. Klasse arbeiten gerade an ihren Präsentationen. Ihr Seminarfach heißt Erdgas, eine Energie der Zukunft. Der Energiekonzern mische sich nicht in Inhalte ein, heißt es, sondern unterstütze lediglich den naturwissenschaftlichen Unterricht. Wir haben eigentlich nur Gasaufbereitungsanlagen. Mit diesen Computern zum Beispiel. 50 Stück hat RWE DEA spendiert. Nein. Es gibt auch eine finanzielle Unterstützung für die teilnehmenden Schulen. Welche Rolle spielt die denn? Auch die ist für uns sehr angenehm. Aber ganz wichtig ist, dass wir bekommen Geld von der RWE DEA. Wir bekommen sogar sehr viel Geld, 10.000 Euro. Aber die RWE DEA verlangt von uns, dass wir die im naturwissenschaftlichen Bereich einsetzen. Das ist für eine Schule überhaupt kein Problem, weil die Naturwissenschaften die teuren Fächer sind. Und das wäre mit den normalen Mitteln des Landkreises nicht möglich. 10.000 Euro. Für die Firmen eine wertvolle Investition. Sie behaupten, sie wollen die Schüler für Naturwissenschaften begeistern. Aber im Grunde kämpfen die Energieunternehmen für ein besseres Image. Und es scheint zu funktionieren. Laut einer Befragung, die der Dachverband in seinem Werbeprospekt veröffentlicht, hat sich ihr Ansehen bei den Schülern bereits verbessert. Die Konzerne präsentieren sich für die Schulen als Partner auf Augenhöhe. Doch sie verfolgen klare politische Ziele. Sie hatten ja geschrieben, dass es auch ein Ziel ist, die Reputation der Firmen zu verbessern, was ja offensichtlich auch funktioniert hat. Was steckt dahinter? Ja, wie gesagt, es geht darum, die Verbindungen vor Ort, das Ansehen vor Ort zu verbessern, ein guter Partner für Institutionen vor Ort zu sein, für die Kommunen, in denen die Betriebe tätig sind. Wir wollen auch keine Energie zwingend gewinnen. Die Schule weiß, was die Unternehmen wollen und hält trotzdem an der Kooperation fest. Wenn auch mit ungutem Gefühl. Seitdem die Kooperation ein bisschen mehr im Gespräch ist, haben wir uns den Vertrag einmal ein bisschen wieder angesehen. Und da waren auch Vertreter von RWE DEA bei. Und da haben wir eigentlich alle gesagt, so manch ein Satz, der da drin steht, den würden wir heute so nicht mehr reinschreiben. Ob im Kindergarten, in der Schule, im Supermarkt oder beim Sport. Kinder sind der Wirtschaft und ihren Werbereizen überall ausgeliefert. Die Eltern oft machtlos. Und weil die Unternehmen kaum Beschränkungen haben, stecken sie immer mehr Geld in immer mehr Kindermarketing. Es kann einfach nicht sein, dass hier die Industrie überhaupt keine Verantwortung übernimmt oder eben nur durch Maßnahmen, die letztendlich nichts bringen, und Augenwischerei betreibt und die Eltern wahrscheinlich noch mit einem schlechten Gewissen zurückgelassen werden. Wir können natürlich immer einfordern, dass es ein Werbeverbot geben soll. Das ist aber, glaube ich, nicht sehr realistisch, wenn wir das fordern. Also gibt es nur die andere Möglichkeit, dass wir versuchen müssen, unsere Kinder so stark wie möglich zu machen, dass die nicht immer so drauf reinfallen. Eine gewaltige Aufgabe, aus der sich die Politik nicht länger heraushalten darf.